Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 22 hier bei Heisenberg zockt. Und juhu, heute wieder mit meinem Lieblings-Co-Kommentator und Mitgehilfen, dem Herrn Laudi. Guten Tag. So, weil heute kümmern wir uns, also wir sind ja Zweiter jetzt in der Liga, zwar 10 Punkte hinter den Young Boys, man sieht es ja gerade nochmal. Das wird schwierig, die Young Boys ziehen halt da vorne, aber ich denke, wenn wir den zweiten Platz für uns sichern könnten, wäre es okay. Und Laudi auf Platz 1 in der Top-Torjägerliste zusammen mit Cabral von Basel. Auch nicht schlecht. Aber jetzt, wir gehen jetzt mal kurz weg vom FC Heisenberg, denn die Nationalmannschaft wartet auf uns. Und da muss mich jetzt der Laudi irgendwie hinführen. Führen Sie mal. Da muss ich hinführen. Okay, da gehst du mal auf Mannschaft, mein Guter. Mannschaft. Genau. Ja. Und guck mal oben, wo das... ja, du bist schon im Nationalmenü. Ja. Tatsächlich? Mhm. So, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Wir haben Du kannst niemanden berufen, das steht da. Du hast ja jetzt ein Länderspiel. Das heißt, das musst du zwei Wochen vor dem Länderspiel oder nach dem Länderspiel machen. Aber es sieht okay aus. Gehen wir auf die Mannschaft. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ein, das ist glaube ich ein Freundschaftsspiel gegen Frankreich. Das kann ja lustig werden. Mhm. So, dann guckst du mal, wen könntest du ersetzen? Den Collier würde ich rausholen, gegen den Bell zum Beispiel. Jo. Genau. Dann Torwart ist okay, vorne stark eigentlich mit Wut. Ist ja, jetzt natürlich das erste Spiel, das wir haben mit Neuseeland. Jetzt müssen wir uns hier ein bisschen reinfuchsen. Aber ich denke mal, das ist okay. Was haben wir denn hier unten noch? Was ist mit deiner Taktik? Willst du die so beibehalten? Ich würde den Singh noch reinholen. Ex-Bayern München-Spieler. Singh, den ZOM. Den müsstest du vom Namen auch erkennen. Der sitzt unten auf der... Da ist er. Der Reservebank. Dann würde ich ihn aber für Bell eigentlich eher holen. Nee, für Luis, guck mal. Wo ist denn Luis? ZOM. Ah, hier. Ach so, der Offensive natürlich, genau. Mhm. Zack. Jetzt haben wir hier aber noch bei dem hier haben wir... Ach so, der ist auf der falschen Position. Und da ist der Ersatzschwächer. Das würde ich lassen in dem Fall. Ja. Okay. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen? Nein. Ach so, doch, die Taktik. Ja, was haben wir denn hier? Das musst du wissen. Guck du mal, ob du da irgendwas verändern willst. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. So von den Spielern her okay ist. Ich finde, es ist okay. Ja, vielleicht hier noch schnell, mache ich mal das, was ich meistens mache, wobei, das ist halt, wenn wir natürlich tatsächlich schwächer sind als Frankreich, was wir sind, dann ist die Taktik vielleicht auch wieder Käse, aber ich würde mal sagen, das finden wir raus. So, und dann gab es noch einen Kommentar unter einem Video, Heisi, und zwar deinen rechten Flügel, den Barbaruses. Den würde ich mal scouten. Für dein Team, für den FC Heisenberg. Ah, für Heisenberg, okay. Wenn ich hier wieder zurückgehe. Genau, auf Transfers. Jo. Jawohl, Spieler suchen. Dann gibst du einfach, Spieler suchen. Ich bin schon wieder viel zu schnell, viel zu nervös. Ja. Spielername, ja. Wie heißt der Barbarossa, oder was? Barbarba, gib einfach Barba. Barba. Genau, Costa Frederik. Barbaruses, da ist es. Der ist schon 31, aber der... Den könntest du wunderbar als Backup holen. Ist ja ein Stürmer, der wird uns ja dann gefährlich, je nachdem. Wir wollen ja Laudi und Heisi drin haben. Der wird uns nicht gefährlich, als Backup würde ich stehen. Ja, ja, doch. Okay, machen wir mal vermerken. Einfach mal vermerken, ja. Genau. So, und der Herr Fasnacht, der wurde, der hat gelevelt, glaube ich. Also da kam eine Meldung, dass der irgendwie jetzt weitergekommen ist, wie auch schon. Oder irgendwie so. Aber weißt du, was ich meine? Vom Dingens. Dann geh bitte mal nochmal auf Mannschaft. Mhm. Dann gucken wir uns das gerade an. Gehst du auf Teamcenter? Nein, Heisi, nicht ja, so schnell. Jetzt muss ich irgendwie zurück hier. Gehst du auf Clubkader? Genau, jetzt gehst du auf Teamzentrale. Heisi, Laudi, beide auf 61. Ja, eins gehüpft wieder, genau. Und jetzt gehst du bitte auf den Herr Fasnacht. Monsignore, where are you? Le Fasnacht. Da ist er. Und auf Entwicklungsplan. Okay. Ja, er ist nämlich fertig. Er hat jetzt eine 76. Jetzt kannst du anderweitig hier Flügelspielmacher, Flügel-Mittelfeldspieler, als was willst du ihn noch weiter boosten quasi? Ja, im Moment ist er rechtes Mittelfeld. Da bleibt er auch, würde ich sagen. Ja. Wo sollen wir den boosten? 49 dann? Wochen, gehen wir weiter runter, 77 Wochen. Ich würde das mit 49 Wochen holen. Ja, das kürzeste. Wo haben wir das? Flügel-Mittelfeldspieler. Ja, genau. Okay. Auswählen, jetzt kann er sich in Ruhe entwickeln. Mhm. Hat fast ein Jahr Zeit. Ich schätze mal, der wird noch auf eine 80 gehen. Ah, das wäre natürlich cool. Ohne Probleme. Wäre verdient. Wie gesagt, ich mag den irgendwie vom Typen her und ich mag seine Art Fußball zu spielen. Also jetzt in der Realität.
Und die hat uns natürlich auch schon geholfen, definitiv. Gut, dann können wir zurück, dann gehen wir wieder zu Nationalteam, würde ich sagen. Das ist erledigt, du kannst auf Zentrale und weiter. Ah, okay, das kommt dann automatisch, das Nationalteam. Genau. Ah, gut. Machen wir das mal. Training, gehen wir mal gucken. DC, das ist wieder dieses Meisterding, das haben wir gesagt, verschieben wir. Oder nicht, soll ich es mal machen? Mach es mal, komm. Okay, mach's mal. Ja, mach's mal. Ah, da ist wieder die Maus im Weg. Dann, das habe ich jetzt tatsächlich gelöst dank Mike. Dieses Rumgehüpfe von meinem Gamepad, das hat nur damit zu tun, dass die Maus bei mir auf dem gleichen Bildschirm ist. Und dann ja, schaltet sich das gegenseitig aus. Da musst du halt tatsächlich mit der Maus raus und jetzt geht's nämlich. Also, machen wir mal. Wir spülen das. Ich kann es nur nicht. Ich versuche es nochmal. Ich kann einfach ja noch Tore mal, schießen. Tore schießen, Tore schießen, Tore schießen. Sagen, warum ich das tatsächlich nicht kann. Oder irgendwie nicht so wirklich. Das ist auch schwer. Ja, weil wir fangen zu weit vorne an. Mir ist, da ist eigentlich der Angriff in meinem Kopf schon abgeschlossen. Das war ein bisschen eigensinnig, gebe ich zu. Na, das ist halt lahm. Ich kann das einfach nicht. Wenn du es alle drei Folgen mal probierst einmal, da wird schon keiner dran sterben. Das gibt's doch nicht. Und wenn du ein C hinbekommst, das reicht ja schon. Ein D oder ein C, alles besser als F, weißt du? So kriege ich ein C hin, wenn ich jedes Mal den Ball verdeppere. Der muss aber. Jetzt aber wesen wir ein, okay. Ja, da waren zu viele Füße. Da war doch nicht der Ball verloren, das ist doch Blödsinn, stimmt ja gar nicht. Ist okay, das passt doch. Ja, das ist wieder okay. dieser unglaubliche Pass. Ja, aber das kann doch nicht sein, dass das dann schon als verloren gilt. Doch, sobald ein Verteidiger am Ball ist. Das wäre eine Ecke, wenn man es genau nimmt. Ja, es ist jämmerlich. Spielinhalt. Aber doch nicht dem, der spielt ja nicht mit. Ach doch, der spielt da irgendwie mit. Boah, das wäre aber nicht so schlecht gewesen. Nee. Aber wie viele Versuche hat man denn hier? Steht oben. Noch 7. Echt? Einen habe ich jetzt doch schon drin, guck mal an. Von 17. Ja, oh, aber das ist natürlich. Schön. Ui, der Torwart. Heiliges bisschen. Im Ernst ist jetzt? Halt Ziggy, ne? Ja, jetzt so langsam, vielleicht doch. Uah. Oh, schön durchgesetzt. Eigentlich die weite Ecke wäre eigentlich immer die richtige. Schön. Na, ob du noch einen Tee hinbekommst, keine Ahnung. Schwierig. In die Mitte. Mit dahin. Ach. Ja, ich wollte eigentlich zurück in die Mitte. Eigentlich. Sehr schön. Zwischen den Beinen durch. Fies. Komm, einen hast noch. Machen. Den hättest du besser abgezogen. Ui, ja. Ach, schade. Das wäre besser gewesen. Du hast ein D erreicht. Ein D. Hey. Okay. Vorher war es gar nichts. Ja, ja. F. Ja, okay. Also, dann machen wir alles simulieren. Wie gesagt, schon mir fängt der Angriff zu weit vorne an. Ich weiß da nicht mehr richtig, was ich tun soll. Ich brauche sozusagen ein bisschen Rücklauf, dass ich von der Mitte her das Ganze aufziehe. Aber ja, das ist natürlich ein gutes Training. Das darf man auch nicht vergessen. So, dann gucken wir mal. Nochmal Trainingstag. DAD, das simulieren wir. Okay, jetzt. Oh, du hast direkt zwei Länderspiele. Gegen Frankreich und gegen Irland. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Okay, und wir haben ein Büro. Ja, Büro. Erst immer wichtig. Wir haben... Scouting Update. Oh, sehr schön, sehr schön. Aha, schauen wir mal. Ruben Hunziker. Oh, guck dir mal das Potenzial an. Mit 16 Jahren. 73, 94 holen. 650.000. Okay, das ist unsere. Oh, noch so einer. Columbo. Okay. 220. Kannst du mitholen, klar. Okay. Ab in die Schule. Den würde ich eher weglassen. Und den könntest du auch nochmal mitholen, ja. Okay, ja, das hat sich ja gelohnt. Drei von... Du kannst sie ja jederzeit wieder rausschmeißen, das ist ja kein Thema. Jederzeit. Ja, eben. Ja, da ist wieder, dass einer fehlt. Das ist uns eigentlich soweit egal, das können wir löschen. Und dann geht's gegen Frankreich, sehe ich das richtig? So ist es. Das kann ja heiter werden.
So. Einmal noch ein kleines Training. Ja, das passt doch. Zweimal A, das würde ich glatt noch mitnehmen. So, zu Hause gegen Frankreich. Pogba. Ja, die Schweiz haben ja gezeigt, was man da machen muss. Dann mach es nach. Ja, das wird wahrscheinlich schwierig, aber okay, wir versuchen das einfach mal. Wir spielen mal. So, das erste Länderspiel, cool. Finde ich aber schon interessant, dass die Schweiz nicht dabei ist. Ja, aber Neuseeland. Neuseeland haben sie drin, die Vögel. Naja, gut. Ich sag mal so, die Testspiele bei den Länderspielen, die kannst du notfalls simulieren und dann eingreifen. Die Qualifikation, die ist ja später erst wichtig, ne? Ja. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber ist jetzt für das erste Spiel gegen Frankreich, das ist schon lecker, schon muss ich sagen. Das würde ich auch gerne spielen. Wir können ja das zweite dann eher simulieren, so. Genau. Am besten. Weil Irland ist jetzt nicht so prickelnd. Nee, definitiv nicht. Ich bin mal gespannt, wie die Franzosen da auftreten. Die haben ja so ziemlich die beste Elf, habe ich gesehen, ne? Ja, das ist wahrscheinlich nicht mal unrealistisch. Ja, das war schon mal eine Käseflanke, aber wir haben doch den Ball schon mal gehabt. Weil ich behaupte mal in der Realität, Neuseeland gegen Frankreich. Ich möchte Neuseeland nicht zu nahe treten, aber das dürfte eher schwierig werden. Was meint ihr hier Lustiges? Mit hohen Bällen, sagen wir. Merkt ihr mal fürs weitere Vorgehen diesen rechten Flügel, diesen Barbarouses da. Den beobachten wir ja, ob er gut ist oder... Das war schon mal massiv gefährlich. Du kannst übrigens bei den Nationalteams auch die Trikotnummer ändern und so, wenn du das magst, je nachdem. Okay. Aber lass die sich erstmal einspielen, die Jungs. Ist ja nur ein Test. Tor! Oh, guck mal hier, ist doch nicht wahr. Tor! Die armen Franzosen. Ja gut, da müsste man, um die Trikotnummer zu ändern, müsste ich sowas wie einen Favoriten erstmal haben, dass das Sinn macht. Ich würde sagen, das nehmen wir aber auch mit. Also wenn wir schon ein Tor schießen gegen Frankreich, dann wollen wir doch noch schnell sehen, wie das genau ging. Na klar. Hier schön durchgetankt. In die Tiefe. Ja, und dann abgeschlossen. Ich würde aber auch sagen, das ist dann wieder eher ein Torhüter. Ja, nee, schwierig zu halten. Ja, ja, der geht halt in die weite Ecke und der rechnet eher damit, dass der in die Nahe geht. Ach, guck mal, der Heiße freut sich schon wieder. Das Bild kennen wir. Gut, wahrscheinlich gehen wir jetzt einfach nur 5-1 runter. Ich befürchte es auch. Weil ich fürchte, irgendwann packen die dann wahrscheinlich schon mal noch ihre Ballkünste aus. Ja, hier Pogba und Mbappé und so weiter. Ja, aber das war ein Käse. Überraschend stark, wollte ich gerade sagen, bis jetzt. Danke für den Ball, Kollege. Wir leiten einen Gegenzug ein. Und wieder im Angriff. Guck mal, was der Heisi alles bewirkt, ne? Boah, schade, nicht rangekommen. Ja, das ist halt, wenn man so einen Trainer hat. Ja, der hat die top eingestellt, die Jungs. Genau, der stellt halt die Mannschaft vernünftig ein. Ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt simulieren, je nachdem, dann ist schnell 2-3-0 für Frankreich. Weil dann die, ich wollte gerade sagen, weil dann die richtige Stärke genommen wird. Ja. Der ist wendig und gefährlich, aber wir haben es soweit noch im Griff. Okay, bye. Ja. Das ist dann halt der Unterschied. Okay, das möchte ich auch nochmal sehen. Ja. Oh, wow. Klasse. Keine Chance. Da bist du als Torwart verloren. Na ja gut, 1-1. Ich würde sagen, das ist immer noch eigentlich gut. Also ein Unentschieden oder eine knappe Liga mit Neuseeland gegen Frankreich, würde ich mal sagen, ist... Oh, der war zu scharf. Es geht ja nur darum, die Mannschaft kennenzulernen erstmal für dich. Also von daher. Den Singen würde ich übrigens auch noch beobachten. Mit der Heisenberg-Dingens meinst du? Ja, können wir natürlich machen. Oh, jetzt spielen sie uns hier schon schwindelig. Boah, was für ein Pass. Ui. Oh, wow. Eieiei. Ja, immerhin ist es realistisch. Also, weil wenn ich jetzt hier Frankreich 3-0 schlage. Echt jetzt? Gut, aber der ist immer abseits. Ja. Ja, Kollege, schon faul. Was willst du? Jetzt haben wir noch jetzt haben sie noch Boxall gekillt. Diese bösen Franzosen. Lebt er noch, oder? Nee. Also, irgendwie, wo ist er denn hier? Da kommt mal Red rein. Zum Glück haben wir eine halbwegs kompatible Bank. Ist das Spiel gegen Irland gleich anschließend? Das ist das nächste, ja. Ja, dann würde ich sagen, das simulieren wir dann tatsächlich.
Dann mache ich das hier fertig. Dann haben wir ein Spiel. Mhm. Und noch ist eigentlich alles in sauberen Tüchern. Außer, dass ich so einen Käsepass spiele, der dann nicht ankommt. Also, weißt du, wie sich's anfühlt? Wie mit einer 60er-Mannschaft gegen eine 90er irgendwie. Mhm. Glaube ich dir. Weil, siehst du, genau die Bälle, die kriegst du alle nicht. Da kommst du aber nicht ran. Da sind sie zu langsam. Ja, und auch die kriegst du natürlich nicht. Geduldig bleiben. Boah, der dreht sich und hui, okay. Ja, das ist halt schon, also man ist fast versucht zu sagen, das ist wirklich sehr realistisch. Mhm. Weil genauso kennt man den, dass er dann halt einfach, der macht einfach eine Drehung und ist weg. Aber das muss dein Ziel sein. Deswegen entwickeln wir die Spieler beim FC Heisi, dass die mal genauso werden wie Mbappé oder so. Ja, das wäre natürlich schon. Genau deswegen entwickeln wir die. Ui, das wäre natürlich schon edel. Jetzt hätte ich fast gesagt, Ziggy, das ist ja gar nicht Ziggy. Das ist nicht mal ein Ansatz von Ziggy, aber stark war es trotzdem. Mm. Daneben gerutscht. So, aber da sind wir dann doch zu massiert. Ja, was für ein Pass schon wieder. Aber deine Abwehr finde ich ganz okay. Ja, ich meine, bis jetzt haben sie eine reingekriegt, aber sie haben natürlich einen deutlichen Chancenplus. Aber ja. Das ist Frankreich. Hallo. Eben, denke ich eben auch. Und eben, es ist dann Neuseeland. Wo kann man Neuseeland einordnen? Es ist schon nicht. Waren die schon mal an der Endrunde? Eben Windenrufer früher, das weiß ich noch von Werder Bremen. Das war natürlich ein sogenannter Kiwi. Der war definitiv stark. Der hat auch mal in der Schweiz noch gespielt. Davor, glaube ich, bevor er in die Bundesliga ging. Faul. Echt jetzt? Vielleicht kriegst du ja auch noch so einen zweiten Windenrufer. Das wäre doch schön. Jo, nochmal so einen schönen Kiwi. Genau. Aber das war dann faul. Kann mir doch keiner erzählen. Oh, nicht dem auf die Füße. Eieieiei. Aber die Heisianer halten gut dagegen. Zauber hinten raus. Toll. Kommt die Sensation. Oh! Oh nein! Eieiei. Gemacht war es, glaube ich, nicht mal so verkehrt, aber hat nicht geklappt. Ja, der ist zu nah. Oh, wobei der Torwart ist nicht raus. Schön. Jetzt eine schöne Flanke in den Strafraum, da sind noch alle. Oder so. Oder so. Abseits. Käse. Hätte ich sehen müssen. Naja, ist immer noch 1-1. Aber so vom Spielen her ist die Mannschaft okay? Ja, spielt sich gut. Eben, es spielt sich halt so ähnlich wie der Heisenberg FC. Weißt du, wie ich meine? So, wenn du eben die 90er gewöhnt bist und wenn du die siehst, die spielen halt, es ist ja, das war doch Abseits. Uff. Okay, was für eine Querflank. Uff, schön. Das war Handspiel. Ui, ja, aber der ist auf der Linie stark, der Kollege hier. Der Marinovic oder wie er heißt. Mhm. Hätte ich jetzt zwar gerne noch gesehen, aber okay. Den könntest du ja auch scouten als zweiten Torwart hinter Siggi. Nur so. Das hat die Frage, ob er das macht. Frag ihn halt. Ja, Fragen kostet ja nichts, das ist wohl wahr. Eben, also das wäre cool, wenn du in FC Heisi ein paar neuseeländische Nationalspieler hättest. Das wäre schon geil. Das hätte was. Yes! Wow! Da hängt sie drin, guck mal. Nee, Heisi war es nicht, Laudi auch nicht, das sind keine Neuseeländer. Ja, fett, also da, einen Schuss hat der dann eben doch wieder, auch wenn er sonst natürlich nicht irgendwie 90 hat. Also das hätte ein Franzose sein können, würde ich behaupten. Der passt natürlich genau, guck mal. Oh ja, oh, heiliges bisschen. Und der musste passen, sonst wäre der Torwart dran gewesen. Ja, sauber. Ich denke mal, das geht durch die Weltpresse, das erste Spiel von Heisi. Ja. Und dann gleich mal die Franzosen ein bisschen ärgern. Ja, das war nix. Aber, ich komme nicht ran.
Naja, aber solange die da rumbasteln, basteln sie nicht bei uns rum. Komm, dann hast du. Jawohl. Schön. Ah, so ein, zwei Spieler kannst du dir echt an. Deine Mannschaft, wirklich. Mhm. So, es gibt schlechtere Spieler auf der Welt, behaupte ja, ich mal. Ja, das denke ich auch. Also vor allem der, der jetzt gerade das Tor geschossen hat, eben. Also der Schuss, der passt natürlich hervorragend. Das war ja nur ein Franzose, den lassen wir doch stehen. Also viele Leute schalten die Option aus, Angebot Nationaltrainer. Aber ich finde das gerade prickelnd. Ich finde das schön, auch cool. Schöne Abwechslung. Wow. Ja, ist eine schöne Abwechslung und dir, mir macht es doch Spaß mit Nationalteams. Also mir zumindest. Ich hätte halt gerne die Schweiz, aber wenn sie die nicht im Angebot haben. Ja, das ist wieder so. Schieß. Wow, da ist er drin. Einiges bisschen. Ja, Glück natürlich. Ich glaube, der Torwart, wir haben ihn auf dem falschen Fuß erwischt, so wie es aussah. Ja, das war ein klassischer Torwartfehler. Ja. Aber schöner erst nochmal die Drehung. Nicht gleich abgezogen. Nochmal hier einmal zack. Ja, den muss er natürlich halten. Also ach, das ist zweifelsfrei ein Torwartfehler. Das kommt ja mitten aufs Tor. Und der kommt nicht mal scharf, habe ich das Gefühl. Also oh Gott, die Passe überschlägt sich. Ja. Mbappé kann stiften gehen. Und wenn die Spieler jetzt heute Abend feiern gehen, die können nicht gegen Irland spielen. Kannst du vergessen. Ja, wahrscheinlich kriegen wir dann gegen Irland ein 4-0 rein. Wenn wir es simulieren. Oh. Ja, das war super gemacht. Aber super gerettet. Klasse. Fast noch erwischt. Speichern. Speichern, auswechseln. Speichern. Speichern war was anderes. So, mach hin, Kollege. Wir haben noch ein Spiel gegen Irland. Das muss hier ein bisschen produktiv gehen. Ja, da hat er mich ordentlich. Was ich spielen hat schon schön. Aber der Marinovic. Boah. Mein lieber Mann. Jetzt noch ein Konter, komm, Heisi. Boah, die Blutgrätsche. Oh ja, klar. Ja, ja, so kannst du nicht reingehen. Und vor allem an der Mittellinie, also dem würde ich was husten, wenn ich dem sein Trainer wäre. War ja keine Gefahr. Wobei, klar, es wäre dann irgendwann gefährlich geworden, wahrscheinlich. Wieder so ein Käsepass. Ja gut, das war's. Aber Hauptsache Frankreich nochmal rote Karte, einwandfrei. Ja. Die haben wir demoralisiert. 3-1, da würde ich auch sagen, das passt doch. Wow. Jetzt gucke ich schnell. Lasst uns das machen wir. Sollen wir eine längere Folge machen? Wir simulieren das andere noch. Oder wir machen es halt davon abhängig, was jetzt alles noch kommt. Hier gibt's auch eine Pressekonferenz? Nein. Nee. Hier ist nur Testspiel. Ich glaube, bei der WM. Ach so. Gibt es die. Ja, klar. Da sehen wir die anderen Resultate. Ist aber auch schon wieder weg. Dann sind wir wieder hier. Ja, ich würde sagen, das simulieren wir. Ja, genau. Boxer fällt verletzt aus. Heißt die FC? Okay, war der, ist der bei uns? Nein. Nee, das schmeißen die manchmal leider durcheinander. Ich wollte gerade sagen, da stimmt doch irgendwas nicht. Was haben wir denn im Büro? Mitteilungen, wir hätten hier noch, das nehmen wir noch mit. Nee, das wollte ich nicht. Scouting-Bericht. Okay, gucken wir mal. Wo ist hier das Potenzial? 60 bis 82? Ablehnen. Ablehnen. Nur vom schönen Namen her holen wir die mit. Den brauchen wir auch nicht, würde ich sagen. Nee. Und den hier? Nee. Ablehnen. Nee. Okay. Das kann abbrechen. Kreuzbandriss, das ist für Neuseeland. Ja. Gut, wir haben aber valable in der Satz, also von daher ist das, denke ich mal, kein Drama. Ja gut, das war die erste Partie mit dem Nationalteam und ich muss sagen, das war wirklich ein voller Erfolg. Wahrscheinlich wird Heiß in Denkmal gesetzt in hätte ich fast gesagt, Neufundland. Wo war es? Ne, Neuseeland. Neufundland. ich denke, das ist ein Einstand nach Maß. 3-1 Sieg gegen Frankreich mit Neuseeland. Just. Da, guck super. Mal, Laudi überrascht angenehm steht da. Laudi ist immer angenehm. Ja, der überrascht immer angenehm. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. In der nächsten Folge werden wir zuerst, würde ich sagen, das Neuseeland-Spiel gegen Irland simulieren. Und danach gibt es dann wieder eine Partie mit dem FC Heisi. Danke an Laudi fürs Mitkommentieren. Gerne. Und euch einen schönen Tag noch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.